Kürzlich hatte ich mich mit einer Freundin in einem Café verabredet. Ein großer Raum, viele Leute und auf der Wand mir gegenüber ein riesiger Fernseher, auf dem ständig Nachrichten gesendet wurden. Verstehen konnte ich die Nachrichten nicht, aber immer wieder, auch während des Gespräches mit meiner Freundin, gingen meine Augen zu diesen Bildern. Immer wieder die gleiche Abfolge in ganz kurzer Zeit. Immer wieder Schreckensbilder von Erdbeben, von Kriegen, von vernachlässigten, einsamen Kindern, alten Menschen, eben alles, was wir so an Nachrichten auch sonst kennen. Nachrichten bestimmen unser Leben. Nachrichten wollen den Griff in unser Herz bestimmen, nämlich Angst und den Ruf nach Kontrolle und einfach dieses Negative in unserem Herz einzupflanzen. Ich habe das gemerkt, wie selbst in meinem Unterbewusstsein diese Bilder sich da reingepflanzt hatten. Nachrichten wollen unser Leben bestimmen. Welchen Nachrichten gestattest du, dass sie dein Leben bestimmen? Welche Nachrichten schaust du dir an? Welche Nachrichten hörst du? Welche Nachrichten liest du? Und was ich rundherum auch feststelle, ist, die Gespräche der Leute sind von dieser genau gepolten Angst der Nachrichten ausgerichtet. In der Bibel lesen wir, dass Gott etwas gesagt hat zu diesem Thema Nachrichten und Angst. Da heißt es, Jesus Christus spricht, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist eine Botschaft, eine Nachricht, die aus der Bibel kommt, die Gott in dein Leben sprechen will. Glaub an Gott und glaubt an mich, sagt Jesus. Euer Herz soll nicht erschrecken, ihr sollt nicht beunruhigt sein. Wenn ihr dies alles seht, dann erhebt eure Häupter, heißt es an einer anderen Stelle. Denn euer Heil naht. Jesus spricht dir seinen Frieden zu und er spricht dir zu, schau auf mich. Schau nicht auf die Nachrichten, die dein Herz erschrecken, sondern schau auf mich, der ich die Antwort in deinem Leben sein will. Du sollst mir vertrauen, dass ich mit deinem Leben ans Ziel komme. Du sollst dein Herz nicht in Unruhe an diese Nachrichten binden, sondern du sollst dein Herz im Glauben an mich binden. Der Glaube an Jesus ist der, der dich über diese Nachrichten herrschen lässt, der dich in eine andere Position bringt. Du sollst nicht dein Ohr ständig und deinen Blick ständig auf diesen Bildern, auf diesen Schreckensbildern haben, sondern du sollst deinen Blick auf Jesus haben. Er ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Hab Glauben an Gott. Hab Glauben an Jesus Christus, der zu dir spricht, erschrecke nicht, fürchte dich nicht. Hab Glauben an Gott und hab Glauben an mich. Und er wird dieses Werk in deinem Leben vollenden. Er hat versprochen, jeden Tag bei dir zu sein. Gott hat mehr für dich.